Was geht, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, auf jeden Fall, heute geht's ab. Heute machen wir eine Ja-Nein-Nicht-Challenge. Habt ihr bestimmt schon bei Unsympathisch TV zum Beispiel gesehen. Wir dachten, wir probieren es einfach auch mal aus. Unsere Wörter sind Ja, Nein, Nicht und Aber. Ich werde verlieren. Bis gleich. Hallo, Arian. Hallo. Grüß dich, alles gut? Soweit? Alles super? Im positiven Bereich. Im positiven Bereich? Positiven. Hast du gerade einen Kickball in der Hand? Tatsächlich. Aber warum hast du ihn in der Hand? Weil der liebe Dennis meinte, dann sieht das Bild voller aus. Dass das Bild voller aussieht? Selbstverständlich. Du bist in einer Beziehung, oder? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren bist du in einer Beziehung? Seit 5 Jahren. Gab es so Höhen und Tiefen zwischen euch? Tatsächlich, ja. Den kannst du auch meinen. Ja, ja, ja. Ihr seid so behindert dämlich, gell, dass ihr das nicht mehr bemerkt. So, Dennis. Wie war dein Tag heute? Ich hab geschlafen. Mhm. Bis 4 Uhr tatsächlich. 4 Uhr morgens bin ich aufgestanden und zur Arbeit gefahren. Ja. Hallo, Enes. Servus. Wie läuft denn deine Diätwette? Die läuft super. Super? Ja, ja. Wie viel hast du seit dem Anfang abgenommen? Hab ich halt wirklich ja, ja gesagt, Digga. Arian, mein lieber Freund. Ich hab gehört, du hast heute verschlafen. Tatsächlich. Wieso hast du denn heute verschlafen? Das ist eine gute Frage. Ja, kannst du mir die auch beantworten, oder? Anscheinend habe ich den Wecker überhört. Den Wecker hast du überhört, oder was? Okay, wann hättest du denn aufstehen müssen? Um 4.30 Uhr. Und wann bist du aufgestanden? Um 6.40 Uhr. Okay, gab es dann im Geschäft Probleme, oder wie war das denn? Nee, ich habe einen coolen Abend. Nee, er hat nee gesagt. Alles klar bei dir? Alles gut. Bei dir? Auch super. Ich stelle dir die Fragen, okay? Mach das. So, wie viel Uhr bist du heute aufgestanden? Ich bin um 4 Uhr aufgewacht. Und weiter? Hab mich dann fertig gemacht und bin zur Arbeit gefahren. Hast du dann gefrühstückt? Frühstück ist heute bei mir leider ausgefallen. Hast du dir nicht die Zähne geputzt? Ich bin nicht so ein Frühstücker. Hast du dir nicht die Zähne geputzt? Nicht. Erzähl mir ein bisschen von deiner Diät. Hast du dann die Ernährung geändert? Machst du mehr Sport? Oder? Tatsächlich wurde mein Ernährungsverhältnis geändert. Erzähl mal ein bisschen von deiner Schullaufbahn. Würde mich jetzt ganz ehrlich interessieren. Du, es gab keine. Es gab keine? Warst du noch nie in der Schule? Oder warst du in der Schule noch nicht so erfolgreich? Kannst nein, du mal bitte Nein! Nein! Sie spielen Fußball. Ist das richtig? Natürlich. Und welche Position spielen Sie denn eigentlich so gerne? Stürmer. Stürmer spielen Sie? Ich bin ein Angreifer. Sie greifen ein, oder? Ja. Super. Wie stehen Sie eigentlich zu Ihrem Oberlippenbart? Ist sehr gepflegt? Pflegen Sie ihn selber? Oder lassen Sie ihn noch wachsen? Weil ich sehe, Ihr Bart ist sehr prächtig und sehr gefüllt. Was ist Ihre Meinung dazu? Eine sehr gute Frage. Den pflege ich tatsächlich täglich. Also pflegst Sie ihn? Positiv. Und es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Aber... Oh mein Gott! Ja, ich selber nicht. Was für eine Jacke hast du da an? Ich habe eine Jordans-Jacke an. Was für Farben sind das? Weil ich bin leider farbenblind. Rot und schwarz. Also ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber das erkennt man. Ich hoffe, dir geht's gut. Dir geht's gut. Ging's dir schon besser oder ist es momentan so, dass du sagst, boah... Ich bin zufrieden. Zufrieden? Aber es gab dann dennoch bessere Zeiten, oder? Tatsache. Tatsache. Ja, oder was? Der Bella Beste, wie geht's dir denn heute an diesem wunderschönen regnerischen Tag? Super. 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 Freut mich, mir geht's auch super, danke der Nachfrage. Du, ich sehe, du hast eine Jacke an, die sieht sehr aus wie ein Hemd. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen, woher du die Jacke auch hast? Habe ich geschenkt bekommen? Von wem? Von meiner Freundin. Von deiner Freundin, oder was? Ja. Ah. Du hast keine Hose an. Ich habe eine Hose an, tatsächlich. Aber die ist sehr kurz. Die ist kurz, in diesem Zimmer ist es auch warm. Mhm. Machst du dann so einen Nebenjob, weil du aufgrund deiner Kleidung, oder? Nebenjob? Mhm. Was für einen Nebenjob sollte ich denn machen?
Das ist eine gute Frage, das frage ich ja dich. Ob du einen machst? Ich mache tatsächlich keinen. Keinen? Negativ. Negativ? Du spielst Fußball in deiner Freizeit, oder? Ich spiele in meiner Freizeit Fußball, ja. Ja! Erzähl mal ein bisschen von deinem Nebenjob. Du, ich teste gerne Leute. In einer Teststation. Mhm. Sie liegt in Niefern. Nur in Niefern? Mühlacker gibt die Tatsache auch. Leute, falls ihr euch testen lassen wollt, von mir, kommt montags und mittwochs zum Testen. Aber ist es nicht stressig, wenn viele Leute kommen? Das ist eine sehr gute Frage. Musst du dann nicht stressig sagen, muss, gleichzeitig machen? Stressig muss man nicht sagen. Nicht nur! Ich sehe, du hast ein weißes T-Shirt an, um mal mehr an deinen Klamottenstil heute ranzugehen. Mhm. Was ist das für eine Hose? Eine graue Hose. Eine graue Hose oder was? Positiv. Okay, positiv, wie mein Corona-Test letzte Woche. Digga, ich habe gehört, wenn du arbeitest, du fährst ziemlich weit zur Arbeit, oder? Wie weit fährst du da? Hin und zurück tatsächlich 70 Kilometer. 70 Kilometer hin und zurück, das heißt hin 35 und zurück 35. Du hast die Grundschule besucht. Ich habe die Grundschule tatsächlich besucht. Du, Arjen, was machst du denn im Beruf? Ich arbeite in der Produktion. Und was produziert ihr da? Coole Sachen. Coole Sachen oder? Tatsächlich. Ja. Coole Sachen. Oh mein Gott! Auf was für einer Couch sitzt du? Wie bitte? Auf was für einer Couch sitzt du? Ich sitze auf der Couch. Auf was für einer? Kannst du mal bitte näher ins Detail gehen? Die ist aufklappbar. Mhm. Das heißt, du kannst drin schlafen. Mhm. In der Couch oder auf der Couch? Auf der Couch. Mhm. Wieso in der Couch? So. Könntest du so sagen, du hast einen großen Freundeskreis oder? Ich habe einen ausgesuchten Freundeskreis auf jeden Fall, weil ich bin jetzt keiner, der unnötig viele Freunde hat. Also nur die Engsten so, das sind halt deine... Genau. Ja. Also wirklich schon die Engsten? Ich kenn viele. Hast du einfach so hat ja gesagt. Ich glaube, ich hab was rausgehört. Shit, Digga. Warum trägst du eine Brille? Als Kind war ich sehr oft ganz nah am Fernseher. Das hat sich dadurch so ergeben, dass sich meine Augen sehr verschlechtert haben. Hast du Brusthaare? Tatsächlich. Ja, ist dein Körper allgemein behaart, oder? Ich bin nur Ausländer. Das ist normal. Mhm. Ja. Bist du jetzt... Ja! Ich brauche dafür erstmal auch eine Erklärung, was für Gürtel sie anhaben, was für eine Marke ist denn das? Da müsste ich mich erstmal schlau drüber machen, tatsächlich. Gute Antwort, Herr Barisic. Ja? Haare, mögen Sie mehr geleckt? Mögen Sie Ihre Augenbrauen geleckt oder Ihren Bart an der Stelle? Sie haben ja auch sehr viel. Ich achte auf meinen Bart am meisten. Es ist viel Arbeit am Morgen. Leider. Sogar noch am Tag müssen Sie auch noch dran arbeiten. Das ist schlimm. Ist das schlimm? Positiv. Und zum Thema Hygiene gerade noch angesprochen. Ich mit den Ohren. Du, sie duschen gar nicht? Tu ich auch nicht. Ist überbewertet, ne? So wie Corona ist auch überbewertet. Braucht man nicht. Ja. Ihre Ohren. Nicht oder was? Braucht man nicht. Ah! Oh mein Gott! Was arbeitest du denn momentan? Was ich arbeite? Du, ich bin momentan tatsächlich an der Tankstelle, wo ich jetzt aber auch aufgehört habe. Gibt's da aber oder was? Oh mein Gott, Bruder, wie schön! Wann hast du denn deinen Führerschein gemacht? Angefangen oder vor? Angefangen und beendet? Angefangen mindestens vor 2 Jahren. Mhm. Und vollbracht habe ich ihn. Vollbracht oder was? Habe ich ihn vor 4-5 Wochen oder mehr? Zum Dreh. Ja, ja, was? Zum Thema Video. Sollen die Leute auch einen Kommentar da lassen? Auf jeden Fall, ich hoffe es doch. Du hoffst es? Ich hoffe es. Und gut, dass wir gerade bei diesem Thema sind, denn ich wollte noch was sagen, und zwar